willkommen, ihr Lieben, bei Trend17 TV, bei Super Stardust Ultra VR. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Schön, dass ihr dabei seid bei Trend17 TV. Und euer Trendsack ist am Mic. Und wir starten auch gleich los. Tipp Nummer 5 haben wir hier auch in dem Hardcore-Modus. Mal schauen, wie lange ich hier durchhalte. So. Ja, schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Hier sehen wir auch den durchtrainierten Körper von mir. Eieiei. So, los geht's. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Geschichte. Im Hardcore-Modus. Ah, die müssen sich auch erstmal langsam aufwärmen hier. Das hat so ein bisschen Battlezone-Feeling, das Spiel hier an dieser Stelle. Ui, oh, jetzt geht's aber ab, ja. EMP. Schneller kann ich nicht. Aber ist vielleicht auch gar nicht so gut. Uah. Angriffswelle 1 bewältigt. Das ist doch schon mal gut. Und die Points nehmen wir auch gleich mit. Ah ja, meine Waffe wird ja heiß. Da muss ich aufpassen. Oh, jetzt geht's aber ab hier. Disruptor. Genau. Oh, bis jetzt schlage ich mich ganz gut hier. Wir haben den Point. Angriffswelle 2 bewältigt. Phase 3. Jawohl. Wir starten schon mal ganz gut durch hier. Oh, jetzt geht's aber ab hier. Oh, meine Waffe. Oh. Mit die Points. Oh, mein Schiff ist gleich angeschlagen. Oh, Game over. Krass, das war richtig cool. Das versuche ich auf jeden Fall nochmal. Das war wesentlich besser als letztes Mal. Herausforderung beenden. Nein, wir wollen natürlich nochmal spielen. Invasionszone Hardcore. Ab geht's! Zum Kalibrieren. Okay.
Mucke ist ja sowas von genial, ja? Ich bin ja sowieso ein elektronischer, großer Freund von elektronischer Musik. Die hat mir bei Resogun schon so gut gefallen, die Musik. Und dann mit dieser sympathischen Stimme. Na? Ja, man muss hier mit seinen Kräften haushalten. Weggefegt die Viecher. X-Multiplikator. So, nun kommt du. Phase 2. Ja, ihr dürft natürlich von diesen gerade jetzt auch von diesem Spiel hier von Stardust Ultra keine Grafikwunder erwarten. Es geht einfach nur darum, um Arcade-Spaß hier, um Ballerspaß und nicht, dass man hier die aller genialste Grafik hat. Also wer sich das Spiel holt, sollte sich vorher darüber im Klaren sein, dass es kein Grafikhammer ist. Aber darum geht es ja auch gar nicht im Spiel, das geht ja um Spaß. Und das hat man ja als Spiel auf jeden Fall. Musik ist garantiert. Schönes Geballer, Weltraumgeballer. Wer so auf Resogun steht, der wird dieses Spiel lieben. So, so, drehen, drehen. Weiter. So, ja, jawohl. Ja, die Bros werden immer mehr hier. Sehr schön, Welle 2. Vielleicht hatte ich ja die dritte Phase jetzt auch noch. Schön raushalten. Wow! Ist aber auch heftig die Phase. Oh, 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 Shield, 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 Shield. Shield. EMP. Game over. Krass. So, dann gehen wir doch noch mal. Oh, da haben wir ordentlich Points gemacht hier. Fortfahren. Oh, bin ganz gut im Ranking hier. Das wollen wir beenden. Wir gehen jetzt nochmal in den anderen Modus. Stardust. Taste Einzelspieler. Unter den Arcade. Normal. Lodgy, spielen. So, die anderen muss man sicherlich freispielen. Wow.
wie man von oben auf diesen Planeten raufguckt und dann sein Raumschiff steuert, das ist schon cool. So, wollen wir mal sehen, was wir heute noch reißen können. Ist schon klasse. Wow, ist das ein gutes Ding. So, die grünen Dinger muss man nämlich freischießen. Ich habe auch immer gedacht, die kann man so aufsammeln, aber deswegen bin ich das letzte Mal so oft gestorben. Das ist ja eigentlich immer ein gutes Zeichen, aber die muss man trotzdem freischießen und da kommen dann Punkte oder irgendwelche Zusatzfunktionen, die sich dann irgendwelche Schilde oder Zusatz-EMP-Bomben, die dann freischalten kann. Ja, ist das schon wieder. Oh. Block Crusher activated. Yep, shield. Block Crusher activated. Den nehmen wir auch mit, der kriegt Points her. Und Punkte machen wir, weil der Punktejäger. Ah, zieht euch rein, die Musik ist einfach nur genial. Was mir übrigens auch gleich bei Watch Dogs aufgefallen ist, bei Watch Dogs 2, dass die Musik so cool ist. Verbleibende Feinde. Aber das ist ein Sound, das ist so genial, wenn ihr das... Oh! Okay. Weiter geht's. Oh! Das war ja wohl mal richtig gemein hier. Auf jeden Fall nochmal zwei Runde. Points. Ja, mit den Points. Das ist am Anfang gar nicht so einfach, wie es aussieht, wenn ihr das Raumschiff hier steuert. Da müssen wir die Seiten wegschießen von dem großen Raumschiff da. Wow. Und jetzt kann man hier noch einen Strahl zu Feuerstrahl umschalten oder eine Doppelkanone ähnlich eigentlich wie bei Rizogun. Points. Die Explosionen sehen einfach nur genial aus. Bomb. Oh, was ist denn das für ein Würmer? Das ist schon cool. Den Streik könnt ihr schön um die Runde leiten hier. Wie viel Points? Wie viel Points? Yeah! Angriffswelle 2. So, fortsetzen. Invasion hier. Gold
Booster activated. Whoa. Ice booster activated. Points. Block crusher activated. Asteroidenpark hier. Das steuert sich auch ganz hervorragend, muss ich sagen. Also, das ist schon klasse gemacht. Die Points. Ja, meine Lieben, wenn euch das Ganze gefällt, dann lasst doch bitte ein Like da, würde mich sehr freuen, oder bewertet das Video. Wenn ihr mehr VR sehen wollt, dann haut in die Tasten. Oh, was ist hier denn los? Krass! Was war das denn? Wow, ja. Okay, das sollte fürs Erste reichen, meine Lieben. Ich bedanke mich bei euch fürs freundliche Zuschauen. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann, wie gesagt, lasst Feedback da. Es könnte sein, dass da noch The Brookhaven Experiment bei Zeiten meinen Kanal ansteuert. Da bin ich noch dran. Ja, es kommt noch einiges auf meinem Channel. Freut euch drauf. Wir sehen uns beim nächsten Gameplay wieder. Haut rein, ihr Lieben. Bleibt gesund und ciao.